da wir sämtliche Erkenntnisse aus dem trigonometrischen Kreis haben, es genügt richtig zu schauen, um sie zu erkennen. Und da wir im Vorfeld bewiesen haben, dass die Ableitung von Cosinus minus Sinus ist, dass die Ableitung vom Sinus der Cosinus ist und dass die Ableitung vom Tangens 1 geteilt durch Cos Quadrat ist, sind wir jetzt imstande, die Studie dieser trigonometrischen Funktionen Sin, Cos und Tangens durchzuführen. Wir beginnen sofort mit dem Sinus. Hier ist ein Zentriwinkel x eingezeichnet im trigonometrischen Kreis und dieser Winkel x in Radiant ausgedrückt ist nichts anderes als die Länge vom eingeschlossenen Kreisbogen geteilt durch den entsprechenden Radius. Der Radius von diesem Kreis ist aber 1. Also ist dieser Winkel in Radiant ausgedrückt genau gleich zu dieser Bogenlänge. Und die Länge von diesem Kreisbogen ist in diesem Bezugssystem als Apsisse eingezeichnet. Also dieser Winkel in Radiant ausgedrückt ist genau dasselbe wie die Zahl von da bis da. Der Sinus von diesem Winkel x, das ist diese rote Zahl. Diesem Winkel x wird also durch den Sinus diese rote Zahl Sinus von x zugeordnet. Der Sinus ist also eine Funktion, dessen Studie wir hier in diesem Bezugssystem vornehmen werden. Legen wir los mit Etappe 1, der Definitionsbereich von dieser Funktion Sin. Da jeder Winkel einen Sinus hat, ist dieser Definitionsbereich automatisch die ganze Menge R. In Etappe 2 suchen wir die Schnittpunkte vom Graphen des Sinus, den man auch Sinusoide nennt, geschnitten mit der x-Achse. Dazu lösen wir die Gleichung Sinus von x gleich 0. Also Sinus von x gleich Sinus von 0. Das ist eine trigonometrische Grundgleichung, die sofort zu all diesen Lösungen führt. Alle ganzen Vielfachen von Pi haben als Sinus 0. Das heißt 0, Pi, 2Pi, 3Pi, 4Pi, aber auch, beginnen wir wieder bei 0, minus Pi, minus 2Pi und so weiter. Also die Sinusoide hat unendlich viele Schnittpunkte mit der x-Achse. Das sind alle ganzen Vielfache von Pi. Grafik von Sinus geschnitten mit der y-Achse, das ist natürlich der Punkt 0, 0, den wir ja schon hatten. Etappe 4, wir schauen die Parität vom Sinus nach. Am besten sehen wir das im trigonometrischen Kreis. Hier ist der Winkel x. Und zu diesem Winkel x passt dieser Sinus. Das ist der Sinus von diesem Winkel x. Wenn das der Winkel x ist, dann ist der blaue hier der Winkel minus x. Und der Sinus von minus x, der wird hier eingezeichnet. Durch den trigonometrischen Kreis können wir schön erkennen, dass der Sinus von minus x immer gleich ist zum Sinus von x, nur eben entgegengesetzt, denn diese Zahl ist negativ und die da ist positiv. Also gilt für den Sinus, Sinus von minus x gleich minus Sinus von x. Grafisch bedeutet das also, dass der Graph vom Sinus, die Sinusoide, punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung sein muss. Das heißt wiederum, wenn das hier ein Punkt der Sinusoiden ist, dann muss das Spiegelbild durch diese Punktspiegelung ebenfalls ein Punkt der Sinusoiden sein. Und wenn die Sinusoide sich hier in diesem Bereich so verhält, das heißt, wenn das hier alles Pünktchen von der Sinusoiden sind, dann müssen das hier auch alles Pünktchen der Sinusoiden sein, weil Sinus ungerade ist. Das machen wir jetzt alles wieder weg für die nächste Etappe. So,
In der nächsten Etappe beschreiben wir die Periodizität vom Sinus. Schalte mir minus x mal weg. So, hier ist der Winkel x. Dieser Winkel x hat als Sinus diese rote Zahl. Aber der Winkel x plus eine volle Runde, das heißt der Winkel x plus 2π, hat selbstverständlich denselben Sinus. Und x plus 2π plus 2π plus 2π oder auch x minus 2π minus 2π, all diese Winkel haben diese rote Zahl als Sinus. Wir können also hier festhalten, dass der Sinus von x plus 2π genau dasselbe ist wie der Sinus von x. Dann sagt man, diese Funktion Sinus sei periodisch mit Periode 2π. In diesem Bezugssystem zur Sinusoiden bedeutet das hier, das ist die Zahl x und das hier ist der Sinus von x, das ist ein Punkt der Sinusoiden, dann muss diese Zahl x plus 2π ebenfalls, das ist ungefähr da, ebenfalls denselben Sinus haben wie die Zahl x. Was also bedeutet, diesen Punkt vom Graphen des Sinus können wir um 2π nach rechts verschieben, dann erhalten wir so ebenfalls einen Punkt der Sinusoide. Also so. Dieses blau gestrichelte Stück hier, das ist genau 2π lang. Wir können das schön erkennen, wenn ich diesen Winkel hier auf 0 setze. So, dann sehen wir deutlich, dass die blaue Strecke 2π lang ist. Und wenn der Winkel x diese Zahl als Sinus hat, dann muss dieser Winkel x plus 2π denselben Sinus haben, besagt diese Formel der Periodizität. Was also auch wiederum heißt, wenn die Sinusoide sich hier in dem Bereich so verhält, dann muss die Sinusoide um 2π weiter genau dieselbe Form haben. Das ist die graphische Konsequenz der Periodizität einer Funktion. Machen wir das jetzt wieder einmal weg, so, und schließen daraus Folgendes. Wenn wir die Sinusoide von 0 bis 2π kennen, also wenn wir den Graphen vom Sinus im Intervall 0 bis 2π kennen, dann kennen wir automatisch die ganze Sinusoide, denn durch ihre Periodizität wird dieses Stück sich graphisch wiederholen und dann wieder und dann wieder. Auch davor, durch diese Periodizität, muss das hier auch ein Stück der Sinusoiden sein. Also reicht es, die Sinusoide von 0 bis 2π zu kennen. Es reicht also, die Studie dieser Funktion im Intervall 0, 2π durchzuführen. Es geht sogar noch besser. Ich behaupte, es reicht, die Studie der Funktion Sinus von 0 bis Pi durchzuführen. Warum? Weil wenn wir dieses Grafikstück hier haben, dann haben wir durch die Punktspiegelung gegenüber dem Ursprung automatisch dieses Grafikstück hinzu. Punktspiegelung gegenüber dem Ursprung. Also, wenn wir den Graphen von 0 bis Pi kennen, kennen wir durch Etappe 4 automatisch den Graphen von minus Pi bis 0. Und da das Intervall minus Pi bis Pi genau 2π lang ist, kennen wir automatisch den Graphen vom Sinus in der ganzen Menge R wegen der Etappe 5, die Periodizität. Somit reicht es also, die Studie vom Sinus im Intervall 0π durchzuführen. Und genau das werden wir machen. Ab Etappe 6 geht schon los. Wir arbeiten nur von 0 bis Pi. Wir machen hier eine Zeichenzeile für die Funktion Sinus selbst. Der Sinus von 0 ist 0. Der Sinus von Pi ist ebenfalls 0. Schalten wir das schon mal ein. Und zwischen
0. Und Pi ist der Sinus auf jeden Fall streng positiv. Also im offenen Intervall 0 Pi, das sehen wir hier schön deutlich, ist der Sinus streng positiv. Setzen wir das wieder zurück, machen dann da diese Sinusbeule weg. Hier setzen wir also ein Plus hin. In Etappe 7 berechnen wir die Ableitung vom Sinus, die wir aber im Vorfeld schon bestimmt haben. Es ist der Cosinus. Also machen wir hier jetzt eine Zeile für die Ableitung vom Sinus, das heißt der Cosinus. Und das im Intervall 0 Pi. Bei Pi halbe wird der Cosinus aber 0, deshalb ist das hier ein besonderer Wert. Der Cosinus von 0, das ist 1. Der Cosinus von Pi halbe, das macht 0. Und der Cosinus von Pi, das ist minus 1. Also schalten wir diese drei Zahlen schon mal ein. Wenn x sich streng zwischen 0 und Pi halbe befindet, also wenn der Winkel x sich streng zwischen 0 und Pi halbe befindet, dann ist der Cosinus auf jeden Fall streng positiv. Da gehört also ein Plus hin. Und wenn der Winkel x sich streng zwischen Pi halbe und Pi befindet, schauen wir wieder hier, der Winkel x ist streng zwischen Pi halbe und Pi, dann ist der Cosinus auf jeden Fall streng negativ. Da gehört also ein Minus hin. In Etappe 8 untersuchen wir die zweite Ableitung vom Sinus. Das ist dann die erste Ableitung vom Cosinus, also minus Sinus. Hier erkennen wir den Grund, warum wir die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen im Vorfeld bestimmt haben. Wir machen jetzt eine Zeichenzeile für die zweite Ableitung von Sinus, das heißt für minus Sinus. Das ist also genau die entgegengesetzte Zeile vom Sinus. Also brauchen wir diese Zeile nur entgegengesetzt zu schreiben. Und fertig. In Etappe 9 sammeln wir alle Informationen, die wir bisher haben. Für Sinus prim schauen wir Etappe 7 und schreiben einfach diese Zeile hier ab. Ist gemacht. Für Sin prim prim schauen wir diese Zeile hier und schreiben die einfach ab. Ist auch gemacht. Und für den Sinus x schauen wir in Etappe 6 und schreiben diese Zeile schon mal ab. Ist gemacht. Da wo Sin prim streng positiv ist, da steigt die Funktion Sin. Und da wo Sin prim streng negativ ist, da fällt die Funktion Sin. Hier steigt die Funktion, da fällt sie. Hier steigt sie, da fällt sie. Und bei Pi halbe ist die erste Ableitung 0. Bedeutet also, Steigungsfaktor der Tangenten ist 0. Das bedeutet, die Tangente ist horizontal, woraus wir schließen, dass die Funktion bei Pi halbe ein Maximum erreicht. So. Da wo Sin prim prim streng negativ ist, da dreht der Sinus selbst die Konkavität nach unten. Das erhalten wir also als Ergebnisse der Studie vom Sinus in 0 Pi. Um jetzt diese Funktion zu zeichnen, ist es immer besser, zuerst einmal diese Winkelhalbierende zu zeichnen, das heißt die Gerade mit kartesischer Gleichung y gleich x. Hieraus erkennen wir diesen Sinusbuckel. Warum zeichnet man diese Gerade vorher? Weil dieser Sinusbuckel sich überall unterhalb dieser Geraden befindet. Der einzige Schnittpunkt vom Sinus mit dieser Geraden, das ist der Punkt 0, 0. Das ist praktisch unmöglich zu zeichnen. Hier sieht es aus, als läge die Sinusoide genau auf dieser Gerade. Das kann kein Mensch genau zeichnen. Und auch der PC nicht. Aber der einzige Schnittpunkt hier ist effektiv 0, 0. Wir müssen nur unbedingt darauf achten, dass die Sinusoide sich hier nicht oberhalb dieser Geraden befindet. Da wir jetzt diesen Sinusbuckel haben,
haben wir automatisch auch das Stück von minus Pi bis 0, weil die Funktion Sinus ja ungerade ist. Also haben wir jetzt insgesamt die Sinusoide auf ein Intervall mit Länge 2 Pi bestimmt. Und durch die Periodizität haben wir somit den gesamten Graphen vom Sinus bestimmt. Das ist die Sinusoide. Für die Studie vom Cosinus könnte man genauso vorgehen. Das ist übrigens eine sehr gute Übung. Hier machen wir es aber etwas anders, etwas kürzer, weil wir den Graphen vom Sinus schon kennen. Legen wir los. Hier ist wieder ein Zentriwinkel x eingezeichnet und dieser Winkel x in Radiant ausgedrückt entspricht genau dieser Bogenlänge, die in diesem Bezugssystem als Abszisse übertragen wurde. Den Cosinus von diesem Winkel x können wir hier als Abszisse von diesem Punkt erkennen. Und diese Abszisse ist hier als Bild von x eingetragen, das heißt, dieser Punkt da ist ein Punkt vom Graphen des Cosinus. Wir schalten diesen Cosinus jetzt einmal weg und schauen den Sinus von diesem Winkel x. Das ist hier die Ordinate von diesem Punkt, wie wir schön auch im trigonometrischen Kreis erkennen können. Jetzt nehmen wir die Zahl x minus Pi halbe, diese Zahl, und schauen den Cosinus von dieser Zahl x minus Pi halbe. Das ist diese Zahl. Die Ordinate von diesem grünen Punkt entspricht genau der Ordinate von diesem roten Punkt, was also bedeutet, dass der Cosinus von dieser Zahl nichts anderes ist als der Sinus von dieser Zahl. Genau das werden wir beweisen. Deshalb starten wir mit Cosinus von x minus Pi halbe, also der Cosinus von dieser Zahl. In dieser Klammer klammern wir jetzt ein Minus aus, so. Das ergibt also minus Pi halbe minus x. Und jetzt schauen wir im trigonometrischen Kreis, in dem geschrieben steht, dass der Cosinus von minus x genau dasselbe sein muss wie der Cosinus von x. Schauen wir hier in der kleinen Animation. Das scheint zu funktionieren. Also der Cosinus von minus x ist ganz genau dasselbe wie der Cosinus von x. Also der Cosinus von minus ein Winkel, das ist genau dasselbe wie Cosinus von dem Winkel. Und jetzt schauen wir wieder im trigonometrischen Kreis. Hier ist der Winkel x. Jetzt zeichnen wir den Winkel Pi halbe minus x. So. Und erkennen ganz deutlich, wenn man den Cosinus wieder wegschaltet, so, das hier ist der Winkel x, dann ist das da der Winkel Pi halbe minus x. Schauen wir, schön deutlich zu erkennen. Und es ist auch deutlich zu erkennen, dass der Cosinus von Pi halbe minus x, das heißt diese hellgrüne Zahl hier, genau dasselbe ist wie der Sinus von x. Das heißt also, Cosinus von Pi halbe minus x, das ist der Sinus von x. Und diese Formel setzen wir hier ein und haben somit bewiesen, effektiv, dass der Cosinus von x minus Pi halbe, also diese Zahl, genau dasselbe sein muss wie der Sinus von x, also diese Zahl. Wir können hier also behalten, dass der Cosinus von x minus Pi halbe genau dasselbe sein muss wie der Sinus von x. Das bedeutet also, dass der Cosinus von dieser Zahl genau dasselbe sein muss wie der Sinus von dieser Zahl. Es genügt also, diese Sinuspunkte um Pi halbe nach links zu verschieben, um Cosinuspunkte zu erhalten. Okay, aber schauen wir nochmal diese Formel da. Wir haben sie ja anhand des trigonometrischen Kreises bewiesen. Die Formel ist selbstverständlich korrekt.
Aber wer gut im trigonometrischen Kreis schauen kann, der wird das sofort erkennen. Denn wenn das der Winkel x ist, dann ist das hier der Winkel x minus Pi halbe. Hier ist also ein rechter Winkel. Und selbstverständlich ist der Cosinus von diesem Winkel x minus Pi halbe dasselbe wie der Sinus von diesem Winkel x. Schauen wir noch in der Animation. Selbstverständlich ist der Cosinus von x minus Pi halbe dasselbe wie der Sinus von x. Schon wieder sieht man das ganz einfach im trigonometrischen Kreis. Look and see. Wir haben jetzt hier eben festgestellt, um Cosinuspunkte zu erhalten, genügt es, Sinuspunkte zu zeichnen und diese nach links zu verschieben, um eine Länge von Pi halbe. Also nehmen wir einfach den Graphen vom Sinus und verschieben diesen Graphen um Pi halbe nach links. Schauen wir jetzt noch hier, wie schön das funktioniert. Wir nehmen irgendwo einen Sinuspunkt, verschieben den einfach um Pi halbe nach links und haben somit durch diese Formel einen Punkt der Kosinusoiden. Das funktioniert sehr schön. Somit konnten wir die vollständige Studie von Cosinus vermeiden, aber wie eben schon gesagt, die vollständige Studie von Cosinus ist eine sehr gute Übung. Kommen wir jetzt zur Studie von Tangens. Legen wir sofort los. Zentriwinkel x, in Radiant ausgedrückt, ist nichts anderes als die Länge von diesem grünen Kreisbogen, die in diesem Bezugssystem als Abszisse x eingetragen wurde. Der Tangens von diesem Winkel x ist im trigonometrischen Kreis als Ordinate von diesem Punkt zu erkennen und diese Ordinate wurde in dem Bezugssystem übertragen, sodass dieser Punkt ein Punkt vom Graphen des Tangens ist. Legen wir los mit den Etappen. Der Definitionsbereich vom Tangens, das ist natürlich R ohne die Zahlen Pi halbe plus k mal Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Warum? Weil der Winkel Pi halbe keinen Tangens hat und Pi halbe plus Pi auch nicht. Plus Pi auch nicht. Plus Pi oder auch minus Pi. Deshalb all diese Zahlen, Pi halbe plus ganze Vielfache von Pi, haben keinen Tangens. Der Tangens von diesen Zahlen ist nicht definiert. Diese Zahlen zeichnen wir schon mal auf dem Zahlenstrahl ein. Das sind all diese roten Zahlen. Etappe 2. Wir suchen die Schnittpunkte vom Graphen des Tangens mit der x-Achse. Dazu lösen wir die Gleichung Tangens von x gleich 0 oder auch Tangens von x gleich Tangens von 0. Das ist eine Grundgleichung, die sofort zu all diesen Lösungen führt, alle Vielfache von Pi, aber alle ganzen Vielfache von Pi. Selbstverständlich sind die Nullwerte vom Tangens genau dieselben wie die Nullwerte vom Sinus, denn Tangens, das ist doch Sinus geteilt durch Cosinus. Die Nullwerte von Tangens sind also alle ganzen Vielfache von Pi, die hier in Violett eingezeichnet sind. All die violetten Punkte sind Schnittpunkte vom Tangens mit der x-Achse. Etappe 3, Schnittpunkt mit der y-Achse, ist der Punkt mit Koordinate 0, 0, den wir ja schon hatten. Etappe 4, wir schauen die Parität vom Tangens nach. Der Tangens ist ungerade, denn der Tangens von minus x ist genau dasselbe wie der Tangens von x, nur eben genau entgegengesetzt. In dieser Animation hier schön zu erkennen. Der Tangens von minus x, das ist dasselbe wie minus Tangens von x, und deshalb ist Tangens ungerade.
Der Tangens ist auch periodisch, genau wie der Sinus, genau wie der Cosinus. Aber die Periode von Tangens ist kürzer. Sie ist hier Pi. Warum? Wenn das hier der Winkel x ist, dann ist das der Tangens von x. Und wenn das der Winkel x ist, dann ist dieser blaue Winkel der Winkel x plus Pi. Und der Tangens von diesem blauen Winkel x plus Pi kann man hier ablesen, indem man diesen Winkelschenkel verlängert bis zum Schnittpunkt mit dieser senkrechten Gerade. Dann erhalten wir also Tangens von x plus Pi ist genau dasselbe wie Tangens von x, das heißt die Ordinate von diesem Punkt. Daraus können wir also schließen, dass der Tangens von x plus Pi genau dasselbe ist wie der Tangens von x. Also ist Tangens periodisch mit Periode Pi. Das schalte ich mal wieder weg. Das können wir ein bisschen kleiner setzen. Diese Pünktchen da schalte ich auch weg. So. Der Tangens ist also periodisch mit Periode Pi. Wenn wir für diese Zahl x den Tangens bestimmt haben, dann haben wir automatisch den Tangens für x plus Pi bestimmt. Denn der Tangens von x plus Pi muss derselbe sein wie der Tangens von x. Das steht in dieser Eigenschaft. Was also bedeutet, wenn das hier ein Punkt vom Graphen des Tangens ist, dann muss auf der Horizontalen um Pi weiter auch ein Punkt vom Tangens liegen. Und das wiederum bedeutet, wenn der Tangens sich hier in der Nähe von x so verhält, wie die Pünktchen es da anzeigen, dann muss der Tangens sich Pi weiter genau so verhalten wie da. Das drückt die Periodizität aus. Natürlich, Pi weiter ist der Graph so, Pi weiter wird der Graph wieder dieselbe Form haben und Pi weiter wieder und Pi zurück natürlich auch. Okay, schalten wir das jetzt mal weg, auch die Pünktchen vom Tangens. So. Durch die Periodizität genügt es also, den Graphen vom Tangens im Intervall 0 Pi zu bestimmen. Es reicht sogar, den Graphen von 0 bis Pi halbe zu bestimmen. Denn wenn wir den Graphen von 0 bis Pi halbe kennen, dann kennen wir automatisch den Graphen von Pi halbe bis 0, weil der Tangens ja ungerade ist. Ungerade bedeutet, es gibt im Graphen eine Punktsymmetrie gegenüber dem Ursprung. Kennen wir also den Graphen vom Tangens im Intervall 0 Pi halbe, dann kennen wir automatisch den Graphen vom Tangens im Intervall minus Pi halbe 0, wegen Punktspiegelung. Und dann kennen wir automatisch den Graphen von minus Pi halbe bis Pi halbe und die Länge von diesem Intervall, das ist Pi. Dann kennen wir also automatisch durch die Periodizität den gesamten Graphen vom Tangens. Schalten wir das mal wieder weg und machen jetzt weiter mit Etappe 6. Wie gerade bemerkt, wir führen die Studie jetzt nur im Intervall 0 Pi halbe durch. Das wird reichen. Der Tangens von 0, das ist 0, und den Tangens von Pi halbe, den gibt es nicht. Wenn x Pi halbe ist, dann ist der Tangens nicht definiert. Aber wenn der Winkel x gegen Pi halbe strebt, indem er kleiner ist als Pi halbe, zeigen wir das hier mal kurz in der Animation, der Winkel x strebt gegen Pi halbe, ist aber kleiner als Pi halbe. Das bedeutet hier, der Winkel x strebt gegen Pi halbe, ist aber kleiner als Pi halbe, also strebt er gegen Pi halbe von links, deshalb der Exponent minus. Und je dichter x bei Pi halbe liegt von links, desto größer wird der Tangens von x, woraus wir also schließen, der Grenzwert vom Tangens von x
wenn x gegen Pi halbe minus strebt, in der Tabelle ist das hier, dieser Grenzwert muss plus unendlich sein, was wir im trigonometrischen Kreis erkennen können. Aber wenn der Grenzwert eines f von x, wenn x gegen eine Zahl strebt, unendlich wird, dann hat diese Funktion f automatisch eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich diese Zahl. Wir haben hier diese vertikale Asymptote, ich setze den Winkel jetzt mal zurück und lösche auch wieder diese Pünktchen. In dieser Tabelle hier können wir also eintragen, der Tangens von 0 ist 0, der Tangens von Pi halbe, man könnte einen Schrägstrich setzen, weil es den nicht gibt, wir sind aber jetzt besser und wissen, dass der Tangens da gegen plus unendlich dreht. Und zwischen 0 und Pi halbe ist der Tangens ständig streng positiv. Etappe 7. Die Ableitung vom Tangens haben wir schon bestimmt, das ist 1 auf cos². Wir führen die Studie hier nur von 0 bis Pi halbe durch. Wenn x 0 ist, dann ist 1 auf cos² 1 auf 1 im Quadrat, das heißt 1. Bei Pi halbe erhalten wir als Grenzwert, wenn x gegen Pi halbe minus strebt, plus unendlich, also so. Und zwischen 0 und Pi halbe ist diese Funktion ständig streng positiv. Wir kommen jetzt zu Etappe 8, wo wir die zweite Ableitung untersuchen. Das heißt, wir leiten die erste Ableitung nochmal ab. 1 auf cos² von x abgeleitet ergibt durch die Formel f auf g'. Das macht f', also 0 mal g, minus f1 mal g' und die Ableitung von Cosinus Quadrat von x, das macht 2 cos x mal minus sin x. Und das Ganze wird dann noch geteilt durch das Quadrat von g, also hier Cosinus hoch 4 von x. Dieser Zähler ergibt 2 cos x sin x. Und cos x können wir dann kürzen mit cos hoch 4 von x. Dann bleibt 2 sin x geteilt durch cos hoch 3 von x. Und von diesem Bruch machen wir jetzt eine Zeichentabelle. Zuerst für 2 sin x der Zähler. Wenn x 0 ist, dann ist der Sinus auch 0 und 0 mal 2, das bleibt 0. Wenn x Pi halbe ist, dann ist der Sinus 1 und 1 mal 2 macht 2. Daher schon mal diese zwei Werte. Zwischen 0 und Pi halbe ist der Sinus streng positiv, sein doppelter Wert also ebenfalls. Der Cosinus von 0 macht 1 hoch 3, da bleibt immer noch 1. Der Cosinus von Pi halbe ist 0 hoch 3, ist immer noch 0. Also haben wir da schon mal 1 und 0. Und streng zwischen 0 und Pi halbe ist der Cosinus streng positiv, sein Würfel also auch, plus. Die Schlussfolgerung für Tangens prim erhalten wir als Bruch von diesen zwei Zeilen. So. Jetzt kommen wir zu Etappe 9, die Gesamttabelle. Zuerst schreiben wir hier die Zeile von Tangens prim aus der Etappe 7 einfach ab, ist gemacht. Hier schreiben wir die Zeile für Tangens prim aus Etappe 8 einfach ab, ist gemacht. Und hier schreiben wir jetzt die Zeichenzeile aus Etappe 6 für die Funktion Tangens selbst, ist gemacht. Da wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion. Und da wo die zweite Ableitung streng positiv ist, da dreht die Funktion ihre Konkavität nach oben. Also in diesem Bereich hier, streng zwischen 0 und Pi halbe, steigt die Funktion Tangens und sie dreht ihre Konkavität nach oben. Durch diese Erkenntnisse erhalten wir also den Graphen von Tangens im Intervall 0 Pi halbe. Aber ehe wir diesen Graphen zeichnen, zeichnen wir zuerst wieder die erste Winkelhalbierende, denn wir haben im vorigen Tutorial bewiesen, dass der Tangens sich hier ständig oberhalb dieser Winkelhalbierenden befindet. Das sieht dann
so aus. Und der einzige Schnittpunkt von diesem Tangens mit dieser Geraden, das ist der Punkt 0,0. Auch hier kann kein Mensch auf der Welt das zeichnen. Auch der PC kriegt es nicht hin, denn hier sieht es so aus, als läge die Funktion Tangens auf dieser Geraden drauf. Wenn wir das zeichnen, müssen wir nur vermeiden, dass der Tangens tiefer als diese Gerade liegt. Wir wissen, dass der Tangens ungerade ist, was bedeutet, dass der Graph vom Tangens punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung sein muss, woraus wir auch sofort schließen können, da bei Pi halbe eine vertikale Asymptote vorhanden ist, muss bei minus Pi halbe auch eine vertikale Asymptote vorhanden sein. Wenn der Tangens sich hier asymptotisch verhält, dann muss er sich hier auch asymptotisch verhalten. Und weil die Funktion ungerade ist, haben wir automatisch dieses Grafikstück für den Tangens. Da die Funktion noch periodisch ist mit Periode Pi, haben wir den vollständigen Graphen vom Tangens bestimmt. Übrigens, die Funktion Cotangens ist hier ein bisschen auf der Strecke geblieben. Man könnte auch solch eine vollständige Studie durchführen für die Funktion Cotangens. Das ist eine sehr schöne Übung. Ich wünsche viel Spaß dabei.